Wir rufen jetzt auf, vereinbarungsgemäß den Tagesordnungspunkt 48. Das ist der Dringlichkeitsantrag der Fraktion der FDP betreffend, ich weiß Bescheid, betreffend Zusammenschluss der deutschen Börse und der London Stock Exchange weiter ordnungsgemäß prüfen. Die Landesregierung muss Vorfestlegung vermeiden. Drucksache 19/3789. Dazu eingegangen ist ein dringlicher Antrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, der Ihnen vorliegt, betreffend Finanzplatz Frankfurt dauerhaft stärken, Drucksache 19/3795. Wird der Dringlichkeit zugestimmt? Das ist der Fall. Dann rufen wir jetzt diesen Punkt mit dem von mir aufgerufenen Punkt 48 auf. Und jetzt hat das Wort der Kollege Rentsch. Was ist denn gerade für ein Beschluss ergangen? Dass bei der Großanfrage? Nee, ja, genau. Ist besprochen. Also, nur besprochen heißt das. Noch auf die Tagesordnung nehmen konnten. Ich glaube, es ist im Interesse aller Fraktionen im Hessischen Landtag, dass wir die Position des Hessischen Landtags, des Parlaments des Landes Hessen klar machen gegenüber der Frage, was passiert mit unserer Börse. Die Diskussion über den Zusammenschluss von LSI auf der einen Seite in London und dem, was wir in Frankfurt als wahrscheinlich einen unserer wichtigsten Teile der deutschen Börse im Rahmen der Finanzplatzarchitektur haben, ist ein Thema, das alle Kolleginnen und Kollegen bewegt. Ich will einmal daran erinnern und das sehr lobend sagen, Michael Boddenberg, Kollege Klose für die GRÜNEN, es war Thorsten Schäfer-Gümbel für die Linkspartei und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, für die SPD. Entschuldigung. Danke. Möchte mich entschuldigen dafür. Na ja. Meine Damen und Herren, wir spulen noch einmal zurück. Wir spulen noch einmal zurück. Meine Damen und Herren. Ich entschuldige mich erstens offiziell beim Kollegen Schäfer-Gümbel für die SPD und bei Frau Wissler für die Linkspartei. In dieser Reihenfolge ist es richtig, dass wir gemeinsam in einer Fernsehsendung des Hessischen Rundfunks gesessen haben und zu dem Thema, was passiert mit unserer Börse, diskutiert haben. Ich habe selten eine Runde gesehen. Die Sendung war vielleicht fast langweilig für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir alle der Auffassung waren, dass neben der juristischen Prüfung durch den hessischen Börsenminister, nämlich Kollegen Al-Wazir, der die Börsenaufsicht in seinem Haus beherbergt, dass wir alle gemeinsam, Kollege Schäfer-Gümbel, Kollege Klose, Frau Wissler, Herr Boddenberg, wir alle gemeinsam der Auffassung waren, neben der juristischen Frage ist die politische Frage, wo der Sitz der deutschen Börse ist, eine, wo wir uns einig sind. Wir würden gerne, auch wenn es rechtlich möglich wäre, dass die Börse abwandert, das wird geprüft, wir hätten gerne, dass die Börse in Frankfurt bleibt, weil wir der festen Überzeugung sind, meine Damen und Herren, dass mit dieser Schlüsselposition, dem Hauptsitz, und ich will jetzt nicht die Geschichte über Frankfurt höchst und andere Themen aufmachen, mit dem Sitz auch die Fortentwicklung eines der wichtigsten Instrumente des Finanzplatzes, nämlich der Börse, gewährleistet wird. Ich sage das auch gerade vor dem Hintergrund. Weil das, was zurzeit passiert in den Diskussionen um die Deutsche Bank und die Commerzbank, wahrscheinlich die Börse wichtiger denn je ist, dass sie am Standort Frankfurt ist. Dass die Diskussion noch einmal einen gewissen Drive bekommen hat mit dem Brexit, das ist, glaube ich, unbestritten. Dass die Aussage der Börse jetzt erst recht für viele etwas überraschend kam, das stelle ich auch hier anheim, aber das ist nicht das Thema, das wir heute ausschließlich diskutieren müssen. Ich habe, und das ganz offen an den hessischen Finanzminister, dann die Meldung diese Woche gelesen und offen gesagt, ich kenne den Finanzminister, und jetzt ist diese Woche ja schon mehrfach seine gute Pressearbeit gelobt worden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Diese Formulierung, die Thomas Schäfer in einem Bloomberg-Interview verwendet hat, ist auf jeden Fall missverständlich. Sie hat dann eine mediale Geschwindigkeit bekommen durch einen Kommentar in der Börsenzeitung, der sehr weitgehend ist. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das so zu interpretieren ist. Mit der Überschrift Kehrtwende in Hessen, da steht drin, doch nun signalisiert Hessens Finanzminister Thomas Schäfer, dass der Holdingsitz für die Genehmigung nicht entscheidend sei. Ich glaube, dass die Frage der rechtlichen Debatte und der politischen hier zusammengehört. Ich glaube, entweder ist Kollege Schäfer, hat er es so gesagt und so gemeint, das ist die Variante 1, oder er ist von der Kollegen von Bloomberg und vor allen Dingen dann vom Handelsblatt vollständig falsch zitiert worden. Und wenn das so wäre, fände ich es richtig, wenn wir das heute ausräumen, weil ich definitiv glaube, dass auch in diesen Zeiten
wo ja auch die Vertreterinnen und Vertreter der Börse und die vielen Institutionen, die von der Börse beauftragt worden sind, überall unterwegs sind. Und ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass das Signal, das wir aus Hessen senden, sowohl von der Exekutive als auch vom Parlament, ein einheitliches sein soll. Ich glaube, es ist richtig, dass wir es heute klarstellen. Ich wäre jedenfalls dankbar. Ich kann auch dem Antrag der Regierungsfraktionen nichts Negatives entnehmen. Ich hätte mir gewünscht, er wäre noch etwas klarer bei der politischen Formulierung. Und deshalb will ich auch abschließend sagen, wir als Freie Demokraten bleiben dabei, dass wir feste Überzeugung sind. Der Kollege Schäfer-Gümbel, aber auch Kollege Klose, ich habe die Zitate dabei aus der Sendung, haben das in dieser Sendung auch genauso klar formuliert, dass der Sitz der Börse in Frankfurt auch für die Fortentwicklung des Finanzplatzes für uns in der politischen Bedeutung eine Dimension hat, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Und darum bitte ich Herr Wolf. Ich will einen letzten Punkt sagen. Wir haben als FDP-Fraktion ja neben der Tatsache, dass wir ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben haben über die Frage, wie wir den Sachverhalt rechtlich beurteilen, bei Professor Burkhardt, ein aus meiner Sicht, aus unserer Sicht extrem profilierter Börsenrechtler, die Börse selber mit einem Fragenkatalog angeschrieben, nachdem Herr Kengeter als CEO ja gesagt hat, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Wir haben, ich will das nicht bestreiten, einen sehr umfassenden Herr von Ooyen, auch für Sie vielleicht, Fragenkatalog der Börse zugestellt. Am 13. Juni des Jahres 2016 und haben bis heute keine Antwort. Und jetzt einmal zur Frage, wie organisiert man Dialog? Ich glaube, dass die Börse auch ein Interesse daran haben sollte, dass dieser Dialog nicht nur bei Empfängen und Veranstaltungen stattfindet und bei den vielen Menschen, die für die Börse zurzeit Position beziehen, die bei Veranstaltungen auf einen zukommen und einen fragen, warum seid ihr denn nicht dafür und so weiter, sondern ich fände es auch richtig, wenn wir in eine inhaltliche Debatte mit der Börse kommen, weil das nicht im luftleeren Raum entschieden werden kann. Und die Frage zum Beispiel, wie sieht in Zukunft eine Struktur aus? Welche rechtlichen Auswirkungen, Kollege Schäfer-Gümbel hat das damals angesprochen, hat der Brexit auf die Frage von Regulierung? Ich meine, das sind doch ganz entscheidende Fragen. Die sind doch für die Beurteilung eines solchen Sachverhalts notwendig. Und ich kann der Börse nur empfehlen, nachdem sie jetzt über zwei Monate nicht geantwortet hat, hier mal Antworten beizubringen. Weil ehrlicherweise, da fühle ich mich dann schon als Parlament und diejenigen, die das auch mit zu beraten haben, etwas auf die lange Bank geschoben, wenn zwar viel Geld ausgegeben wird für Lobbyisten, aber für das Parlament und die Fragen, die wir gestellt haben, keine Antworten bestehen. Meine Damen und Herren, das ist nicht die richtige Reihenfolge, in der man diskutiert. Das Parlament hat hier auch einen Anspruch, im Lande Hessen informiert zu werden. Und insofern nehmen Sie die Debatte heute auch von unserer Seite als Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten, die wir bei dem Thema haben, weiter zu unterstreichen. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal, auch von der Hessischen Landesregierung, wenn wir dazu kommen würden. Herzlichen Dank. Herr Finanzminister hat sich zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Dr. Schäfer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, ich bin Ihnen ausnehmend dankbar, dass Sie in Ihren beiden Interpretationsmöglichkeiten sozusagen gleichwertig nebeneinander gestellt haben, die Missinterpretation und den Positionswechsel. Ich will es vorwegnehmen, die Missinterpretation ist die richtige Auslegung. Ich habe der Bloomberg ein Wortlaut-Interview gegeben. Aus dem hat Bloomberg dann zwei Texte gemacht, wo sie wörtliche Zitate aus dem Wortlaut-Interview herausgenommen haben, wo ich nach der Lektüre schon gesagt habe, oh, ein bisschen schwierige Herausnahme von Zitaten. Und am Tag darauf habe ich dann die Berichterstattung zweier weiterer Medien, die aufbauend auf Bloomberg berichtet haben, dann eine etwas noch schwierige Interpretation einer schwierigen Herausnahme von Zitaten gesehen. Also das war überhaupt nicht mehr das, was ich erklärt habe. Ich kann Ihnen mal vorlesen, was ich Bloomberg gegenüber erklärt habe. Wörtlich, mir begegnet niemand in Frankfurt, der der deutschen Börse raten würde, London zum Sitz der Holding zu machen. Der Sitz der Holding ist immer noch ein Thema, und ich glaube, dass die britische Seite noch Zeit braucht, um einzusehen, dass das Modell an dieser Stelle noch eine Veränderung erfahren sollte, auch im ureigenen Interesse der Börse. Sondern kommt der Satz, der herausgerissen worden ist, Regulierung im Allgemeinen und den Sitz der Holding muss man auseinanderhalten. Es ist im ureigenen Interesse der beiden Anteilseigner, die Struktur zu ändern. Etwas anderes sind die Fragen, was bedeutet es regulatorisch? Was bedeutet es für die Genehmigung durch die EU? Und für eine Genehmigung, die vom hessischen Wirtschaftsminister börsenrechtlich zu erteilen ist.
Das muss man sicherlich ein Stück voneinander trennen. Der hessische Wirtschaftsminister wird schlicht nach Recht und Gesetz prüfen. Durch den Brexit wird die zu beurteilende Rechtslage aber sicher nicht weniger komplex, als sie ohne das Ausscheiden Großbritanniens sowieso gewesen wäre. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie dagegen die beiden Berichterstattungen der FAZ und im Handelsblatt lesen, werden Sie eine gewisse Differenz feststellen. Und das ist jetzt die diplomatische Formulierung zum Ende einer Parlamentswoche. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Klose für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ich gehe nach der Reihenfolge der Wortmeldung vor. Ich mische nicht. Eigentlich ist alles gesagt jetzt. Nicht zu hoch, Thomas. Falsche Richtung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren einmal mehr in diesem Plenum den Wunsch der Deutschen Börse AG, mit der London Stock Exchange zu fusionieren, auch wenn es neue Fakten eigentlich nicht wirklich gibt. Das Hessische Wirtschaftsministerium als Kartellbehörde prüft diesen Wunsch der Deutschen Börse in seiner Funktion als Börsenaufsicht, genauso wie es Recht und Gesetz vorsehen. Aber es gibt uns zumindest Gelegenheit, hier noch einmal zu bekräftigen, wie wir das politisch bewerten hier in diesem Landtag, das, was wir in vielen Debatten zuvor eigentlich auch schon getan haben. Ja, nach wie vor gilt, betriebswirtschaftlich betrachtet kann eine solche Fusion aus Sicht der Deutschen Börse AG eine sinnvolle sein. Es ist aber unsere Aufgabe als hessische Landespolitiker nicht, dieses Vorhaben betriebswirtschaftlich zu bewerten, sondern die Interessen unseres Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger zu wahren. Aus unserer Sicht ist eine Fusion mit einem Hauptsitz in London inakzeptabel. Da sind wir uns ja hier auch einig. Herr Rentsch hat das auch noch einmal ausgeführt. Natürlich erst recht nicht mehr akzeptabel nach dem Votum der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union, eigentlich auch noch nicht einmal mehr vorstellbar. Die inzwischen von der Börse selbst bekannt gemachten Details zum Arbeitsplatz Abbau, insbesondere am Standort Frankfurt-Eschborn, haben unsere Bedenken jedenfalls auch eher bekräftigt als zerstreut seit der letzten Debatte. Wir können es aber im Kern kurz machen. Thomas Schäfer hat ja klargestellt, wie sein Interview zu verstehen ist. Für uns ist wichtig, dass der Finanzplatz Frankfurt sich weiterentwickeln kann. Die Börse ist dafür ein wichtiger, ein zentraler Baustein. Und wir erwarten von der Deutschen Börse, auch ihrer Verantwortung für den Finanzplatz insgesamt gerecht zu werden. Das muss auch im Interesse des Unternehmens liegen. Denn auch für die Börse gilt, an Hessen führt kein Weg vorbei. Und auf nichts anderes hat auch der Finanzminister, hat Dr. Thomas Schäfer, hingewiesen. Wir können das offensichtlich hier nicht oft genug bekräftigen. Das haben wir es heute zum Ende der Plenarwoche noch einmal getan. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will ganz kurz auf einige Fragen von Herrn Kollegen Rentsch eingehen, die er aber weitestgehend schon selbst beantwortet hat, nämlich erstens feststellen, es gibt keine veränderte Haltung, weder von mir selbst noch von Seiten der CDU-Fraktion. Zum Zweiten glaube ich aber, an einer Stelle muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das sage ich auch einmal in aller Bescheidenheit in Richtung Thorsten Schäfer-Gümbels. Ich meine, von Ihnen da seinerzeit nach dem Brexit gehört zu haben, damit sei die Fusion endgültig gescheitert. So weit würde ich nicht gehen, weil ich mir nicht anmaße, zu beurteilen, welche betriebswirtschaftlichen – und Kai Klose hat es ja gerade gesagt – beispielsweise welche regulatorischen neuen Hürden hat sich durch diese neue Situation ergeben. Und ich meine mich auch zu erinnern, Herr Schäfer-Gümbel, dass wir ursprünglich einmal gesagt haben, es muss schon so sein, dass ein Unternehmen, das selbst börsennotiert ist, das eine wichtige Funktion am Finanzplatz Frankfurt am Main spielt, am Ende auch sich weiterentwickeln kann und dass eine Fusion möglicherweise durchaus dergestalt stattfinden kann, dass das zu einer Stärkung des Unternehmens führt. Also wir jedenfalls haben grundsätzlich gesagt, diese Fusion macht wahrscheinlich Sinn, jedenfalls nachdem, wie ich die Argumente beider Seiten beurteile.
Aber jetzt muss man weiterhin sagen, und das ist das, was uns ja immer wieder ein wenig auch eben bei Florian Rentsch vorgeworfen wird, das ist nicht klar genug, wie ihr euch zu der Standortfrage äußert. Ja, ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir erstens feststellen, dass es eine glasklare Trennung gibt zwischen dem, was wir als Parlament, als Abgeordnete zu dem Thema sagen können, und was die Landesregierung zu dieser Frage sagen kann. Ich jedenfalls verstehe die Landesregierung immer so, dass ich sage, dieser Teil der Exekutive hat ebenfalls glasklar getrennt zwischen dem Wirtschaftsminister und der Börsenaufsicht auf der einen Seite und dem politischen Argument und der politischen Argumentation, was den Standort Frankfurt auch jetzt in Richtung der Holding, die stattfinden soll, anbelangt, ist dort niemand, aber wie ich auch finde, wirklich niemand hinter dem zurückgeblieben, was wir eigentlich erwarten müssen von einer Landesregierung, die ebenfalls diese saubere Trennung aus rechtlichen Gründen vorzunehmen hat. Und wir haben noch eine weitere Frage des Standortes, die, finde ich, auch ein Abgeordneter durchaus problematisieren darf, nämlich, dass es ein Unternehmen, das am Standort nicht nur eine wichtige infrastrukturelle Bedeutung hat, sondern beispielsweise auch Steuern zahlt. Und durch eine Holding in London oder wo auch immer gibt es eine neue Situation mit zwei Tochterunternehmen, die durch die Holding gesteuert Geschäfte von links nach rechts verlagern. Und wir haben gerade gestern oder vorgestern über die Frage gesprochen, was bedeutet das an Steuerstandorten, die, was die Steuersätze anbelangt, möglicherweise auf ersten Blick oder auch bei näherem Hinsehen unattraktiver sind als der Standort, wo die steuerliche Belastung möglicherweise eine geringere ist. Also eine ganze Reihe von wesentlichen Fragen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Aber noch einmal glasklare Trennung zwischen dem, was die Exekutive, insbesondere der Wirtschaftsminister, hier zu sagen hat und zu sagen kann, und dem, was wir als Politiker sagen können. Dort gibt es eine sehr klare Haltung der Union, dass nach dem Brexit ein Standort London für die Holding ausgeschlossen ist. Ich will noch vielleicht darauf hinweisen, dass im Zuge der letzten Wochen und Monate sich diese Meinung durchaus noch verstärkt hat. Ich maße mir auch dort nicht an, alles und jedes zu beurteilen, aber der Prozess der Zustimmung durch die Aktionäre der LSI und der Zustimmung durch die Aktionäre der Deutschen Börse Group AG hat ja gezeigt, dass es auch auf Seiten der Kapitalgeber durchaus Zweifel am Fusionsabsicht generell und möglicherweise in dem Zusammenhang auch an der Idee gibt, eine Holding in London zu haben. Wir haben dort ein Nachbessern gehabt durch die Frage der Quote, die von 75, der Mindestannahmequote von 75 auf 60% abgesenkt worden ist. Auch das ist dann nur kurz mit 3-4 Punkten übersprungen worden. Ich glaube, mit 63, irgendwas Prozent Zustimmung der Aktionäre der Deutschen Börse. Es ist die Frist verlängert worden für diese Zustimmung. Und was für mich durchaus ein Punkt ist, den ich auch sehr kritisch sehe, ist der, dass in dem ursprünglichen Übernahmeprospekt an die Aktionäre der Teil Umsatzsynergien sehr viel stärker eine Rolle gespielt hat als das, was wir dann später erlebt haben, Stichwort Kostensynergien. Also dort haben sich zumindest einmal die politischen Argumente der Börse durchaus im Verlauf der letzten Wochen und Monate verändert. Das ist das gute Recht eines Aktienunternehmens, Herr Schmidt, vielleicht eigentlich sogar die Pflicht. Aber ich hätte es schon gerne gewusst. Und insofern haben wir Gespräche mit Herrn Kengeter geführt, indem wir das auch sehr klar formuliert haben, aber nicht kritisiert haben, sondern lediglich festgestellt haben, dass es das eine neue Pointierung, könnte man sagen, im Verlauf der Wochen und Monate dieser Fusionsabsicht durch die Deutsche Börse gegeben hat, von der die Börse jedenfalls wissen muss, dass wir es gemerkt haben. Und ein letzter Punkt. Ja, es gibt auch andere Risiken für den Standort Frankfurt, beispielsweise die Frage, wo würde denn, egal wo die Holding sitzt, künftig Eurex Clearing sitzen. Wir haben dort eine sehr starke Position in Frankfurt. Das ist übrigens der Teil, bei dem es kartellrechtlich offensichtlich die größten Probleme gibt. Insofern wird erst einmal abzuwarten sein, was sagt Kartellrecht EU. Das liegt noch nicht vor. Zweitens, wann wird die Börse einen Antrag stellen? Bis heute gibt es diesen Antrag nicht, weil die Unterlagen noch nicht vollständig sind. Und erst ab diesem Zeitpunkt kann auch auf Grundlage der Entscheidung der EU hier in Hessen entschieden werden. Kurzum, es gibt aktuell keinen neuen Beratungsgegenstand, außer dem, dass Sie zu Recht nachgefragt haben, wie hat der Finanzminister das in dem Interview gemeint. Und dann war es gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion.
Danke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Florian Rentsch, also die Frage ist geklärt durch den materiellen Ausgleich, den wir eben gerade verabredet haben. Insofern nehme ich die Entschuldigung auch an. Ich will dennoch mich zunächst, Herr Boddenberg, bei Ihnen für Ihre Fürsorge bedanken, die Sie mir haben zuteilwerden lassen mit Ihrer Einlassung bezüglich meiner kritischen Bewertung nach dem Brexit. Ich bleibe allerdings dabei, dass das, was ich nach dem Brexit gesagt habe, dass angesichts der Entscheidung von Großbritannien, der Mehrheit in Großbritannien, die ich sehr bedauere, eine Börsenfusion unter den damals bekannten Bedingungen für schlichtweg gescheitert halte und für tot halte. Dabei bleibe ich. Und zwar unabhängig davon, Herr Boddenberg, welche Anmerkungen ich vorher hier mehrfach in der Debatte gemacht habe, sowohl zu den Chancen einer möglichen Börsenfusion als auch zu den Risiken. Diese Chancen und Risiken bleiben nach wie vor virulent. Und die Sitzfrage ist eine ganz zentrale. Und ich will das offen sagen, ich hätte mir schon gewünscht, und dabei teile ich ausdrücklich alle Anmerkungen der Kolleginnen und Kollegen, dass die Regierung, auch das habe ich hier mehrfach am Anfang gesagt, die Regierung, insbesondere Wirtschaftsminister, nicht ganz so scharf formulieren darf wie andere, weil er derjenige ist, der die Prüfung zu verantworten hat, dass das Parlament sehr wohl mehr sagen kann. Und es gibt dazu Wege. Das Parlament könnte sehr deutlich sagen, nicht nur zu begrüßen, dass irgendetwas passiert, sondern wir können eine Erwartung formulieren, und der zuständige Minister beteiligt sich schlicht und einfach an der Abstimmung nicht. Das wäre auch ein Weg, um das politische Votum stärker zu machen als, ich sage mal, die sehr weiche Formulierung Ihres Antrags, wenngleich ich natürlich zur Kenntnis nehme, dass wir nach wie vor einer Meinung sind, dass die Sitzfrage eine zentrale ist. Ich will das auch sagen mit Blick auf die Debatte, die es gibt, zu einem möglichen Doppelsitz. Weil ein möglicher Doppelsitz Frankfurt-London sich nur auf den ersten Blick als eine kluge Lösung herausstellen wird. Weil die Regulierungsthemen beispielsweise dadurch mit Verlaub nicht leichter werden. Diese Fragen werden uns sicherlich noch intensiv zu beschäftigen haben. Zweitens will ich mich ausdrücklich bedanken dafür, dass es eine Klarstellung des Finanzministers gegeben hat. Und trotz der professionellen Arbeit, die dem Finanzminister in den letzten Tagen attestiert wird, ich bin nicht ganz so euphorisch, was die Beschreibung seiner Pressearbeit angeht, muss man feststellen, dass offensichtlich selbst ihm es manchmal widerfährt, dass er nicht richtig verstanden wird und einzelne Zitate anders interpretiert werden. Warum die so beschleunigt interpretiert werden, ist ein zweiter Gegenstand, der möglicherweise eine Interessenslage hat. Das will mich dann doch an meinen dritten Punkt führen, warum ich nicht ganz beruhigt bin, auch nicht nach dieser Debatte und auch nicht nach Ihrer Klarstellung, Herr Finanzminister. Herr Boddenberg hat das sehr vorsichtig angedeutet, und Herr Rentsch im Kern auch, dass Herr Kengetter und die Börse ziemlich intensiv unterwegs ist, um meinungsbegleitend, meinungsbildend das ein oder andere Gespräch zu führen, den ein oder anderen Akteur zu beauftragen, in welcher Art und Weise sich auch dafür zu engagieren, dass die Börsenfusion zustande kommt, dass das politische Klima, das man in der Börse verstanden hat, dass es in Hessen ein bisschen komplizierter ist und man nicht einfach tut, was der Börsenvorstand und möglicherweise eine Aktionärsmehrheit so beschließt, auf die problematischen Entstehungsgeschichte zur Frage des Votums innerhalb der Deutschen Börse AG hat Herr Boddenberg Zutreffendes gesagt, etwas, was mich eher befremdet und auch bösgläubig macht. Gibt es sozusagen die Frage, wer ist denn da alles unterwegs? Oder die Frage stellt sich nicht, sondern es sind ziemlich viele unterwegs, die versuchen, Meinung zu bilden. Und ich will offen sagen, Herr Schäfer, da bin ich nicht ganz überzeugt von dem, was Sie hier gesagt haben. Und insbesondere, weil das so beschleunigte Kommentierungen anschließend gefunden hat. Ich bin nicht sicher, ob da andere mit am Werke waren und das unterstützen, dass ihre Interpretation, die man möglicherweise so verstehen kann oder auch nicht, ganz bewusst verstärkt wurden. Und das ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass diverse Akteure unterwegs sind. Und deswegen interessiert mich schon im weiteren Prozess, und Sie werden sicherlich als Regierung die Gelegenheit haben, das darzustellen, mit wem die Regierungsmitglieder, insbesondere Herr Schäfer, Herr Bouffier und Herr Al-Wazir,
in diesem gesamten Entscheidungsprozess eigentlich in den letzten Wochen und Monaten geredet haben. Und ich bin insbesondere auf Kontakte mit ehemaligen Amtsträgern dieses Landes sehr gespannt und die Frage, was dabei eigentlich Gegenstand von Gesprächen war. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will sagen, dass ich sehr überrascht bin, dass das so zu einer solchen abendlichen Veranstaltung hier geführt hat, weil man hätte ja die Frage auch in Form einer kleinen Anfrage an den Minister wahrscheinlich auch klären können. Aber die antworten nicht immer. Das ist ja die Erfahrung, die wir haben. Aber gut. Von daher ist die parlamentarische Debatte sicher notwendig. Wir sind uns, glaube ich, aber im Wesentlichen einig, dass wir nach den Debatten, die wir hatten, der Debatte, die ja vor dem Brexit hier stattgefunden hat, dabei bleiben, dass im Grunde genommen die wesentliche Frage ist, dass wir die Arbeitsplatzsituation der Menschen, die hier auch im Börsenbereich beschäftigt sind, hier erhalten wollen. Das war für uns der zentrale politische Punkt, aber natürlich auch die zweite Geschichte, die sich auch aus der Geschichte der Börse ergibt, nämlich dass es damals im Grunde eine Einrichtung der IHK war, die als öffentlich-rechtliche Formation gedient hat und damit auch öffentlich-rechtlichen Charakter hatte. Dies wird natürlich durch die Aktiengesellschaft weitestgehend entwertet. Und es geht darum, dass wir wieder den politischen Einfluss auf die Gestaltung der Börse bekommen. Das wäre im Grunde genommen unser politisches Anliegen, das wir damit verbinden. Wenn also die Ausgliederung nach London oder nach anderen Ecken der Welt passiert, ist es natürlich schwierig, dass wir als politisch Verantwortliche für die Entwicklung dort eingreifen, dass wir den Bereich der Kapitalentwicklung so steuern können, dass er wirklich den Menschen dient. Ich lese in Ihrem Antrag, dass der Reichtum der Hessen gemehrt werden soll. Das finde ich ein bisschen abstrus, weil die Börsen haben wahrscheinlich und die Aktiengesellschaften nicht das Interesse, die Menschheit zu beglücken, sondern einzelne Leute, die Aktien besitzen, glücklich und reich zu machen. Das ist ein anderes Interessensgebilde, das sich da abspielt. Von daher muss man sehr rational überlegen, welchen politischen Einfluss wir auf den Kapitalmarkt haben wollen und wie wir die Gestaltung dieser Börsen vornehmen. Ich bin andererseits etwas beruhigt, denn die Versuche der Fusion von Börsen ist schon zweimal gescheitert. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingen kann, dass wir den politischen Einfluss auf die Gestaltung der Kapitalmärkte dann wirklich zentral auch anders steuern können. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit sind ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 48 beendet und der Antrag 3789 aus 19 wird in den BVA überwiesen. Jetzt haben wir nur noch die Tagesordnung zu bereinigen, Kolleginnen und Kollegen. Bei mir ist angekommen, dass ist der aufgenommen worden? Ja. Ah ja, gut. Also, dann wird auch noch der Antrag 3795 aus 19 ebenfalls in den BVA überwiesen. Bei mir ist angekommen, dass der Tagesordnungspunkt 25, Drucksache 3746 aus 19 in den INA überwiesen wird. Alle anderen Tagesordnungspunkte wandern ins nächste Plenum. Ist das korrekt? Gut, also 14, 15, 20, 17, 18, 19, 22, 23 und 29 ins nächste Plenum. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung und ich wünsche Ihnen einen schönen Restabend.